Jo, moin Leute, BrowserXL hier. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Hotline Miami. Wir sind wieder mit unserem Reporterkumpel unterwegs. Und nachdem er ja in seinem letzten Einsatz eher so ein bisschen wie die Pussy vor dem Herrn agiert hat, nämlich er hat nicht einen einzigen umgebracht, was ja für dieses Spiel relativ untypisch ist, werde ich heute mal zeigen, dass das alles nur eine ganz miese Tarnung ist. So, denn wir haben es hier heute mit den Gangbangers zu tun. Und diese Kollegen hier. Gottes Willen, ich kriege jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn das passiert. Ah ja, okay, da kommen sie nämlich. Gut zu wissen. Da ist noch einer mit dem Baseballschläger, den könnten wir doch mal anlocken. Hallo? Nein! Ach Mensch, das wollte ich doch gar nicht. Komm mal da kurz auf den mit der Kette. Ja, guten Morgen. Autsch. Okay, mit zwei gleichzeitig geht das nicht. Ah. Komm her. So. Ich mache für sowas von kurz hier. Also, wie sieht's aus? Im Moment. Ah, gut, okay. Der hat eine Knifte. Komm her. Genau. Ach, das ist, ja genau, das ist so dämlich. Oh, Hilfe. Okay. Braucht doch nur einen einzigen. So, das ist Kollege Schrotflinte. Der muss es nicht unbedingt sein. Obwohl, warum nicht? So, und jetzt, meine Freunde, werden wir die Waffe nicht weglegen. Wir werden sie nicht. Jetzt ist Sturm- und Drangzeit, meine Lieben. Dadurch werde ich zwar ein Achievement verlieren. Da sage ich mir aber, ja, schön, so what? Kann einem ja auch egal sein. Denn der Einsatz von Waffen im Vergleich zu hirnlosen Prügeleien ist doch ein wesentlich effizienterer Weg, um hier dann nachher durchzukommen. Denn unser lieber Kollege hat, wie alle anderen in diesem Spiel auch, ein massives Aggressionsproblem. Er kann es nur ein bisschen besser unter Kontrolle halten. So, mal gucken, was läuft denn hier so rum, beziehungsweise was nicht. Okay. Die Frage ist, kann man mich da gleich sehen? Das werden wir relativ zügig erfahren, glaube ich. Okay, nein. Wo kommt der denn jetzt her? Hallo? Ach so, aha, okay. Hier kann man durch? Nee, die können da durch. Ich nicht. Was ist das denn? Ei, au, au, au. Ganz easy going.
Oh, okay. Da rennt also einer. So, mal gucken, wo ist der? Aha. Ach so. Lass mal sehen. Aha. wenig Manövrierraum hier. Wow, 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 wow. So. Wollen wir mal einmal das Klo sauber machen, ne? So. Okay. Vorsichtig. So. Okay. Sehr schön, Floor cleared. 17 Schuss. Schauen wir, nehmen noch mal eine volle mit. Sicher. Das ist jetzt unser Revier, Jungs. Los, räumen wir hier auf. Na denn, machen wir das doch mal, ne? So, rennt hier irgendwas. Aha. Oh, da habe ich gleich jemanden mit erwischt. Umso besser. Aha. So. Ach, da kommt noch einer. Perfekt. Ah! Ich hätte mir zuerst den krallen sollen, glaube ich. Das macht nichts, aber ich glaube, der Weg war schon gar nicht so verkehrt. Ah, Mist, verdammt. Das war nämlich der Chef. Und der haut mit seiner Eisenstange auf die Erde und dann ruft die anderen damit. Da ist er wieder. Ihn erwischt? Weiß es nicht. Kam auch eben noch der mit der Pistole. Kommt ja auch nochmal rum. Ach, den Chef hat's hier schon zerlegt. Ja, wie praktisch ist das denn? So. Hier noch jemand rum? Muss er ja. Irgendwo muss noch jemand sein. Ich sehe ihn noch nicht. Ach da. So, meine lieben Freunde, arbeitet man mit unserem Reporter. Es wird dadurch eine Änderung in der finalen Cutscene geben, aber das erzähle ich euch dann, wenn es soweit ist. Da will ich jetzt noch nichts vorwegnehmen. Spoiler. Sorry, aber ich konnte nicht zur Tür kommen. Meine Beine wollen nicht mehr so richtig. Sie sind der Autor, der angerufen hatte, stimmt's? So ist es, Ma'am. Ich dachte, Sie könnten mir vielleicht ein wenig über Ihren Sohn erzählen. Er war das süßeste Kind. Ich weiß nicht, wie er in diese Sache geraten konnte. Das war sicher ein schwerer Schock für Sie. Tja, nun, mir fiel auf, dass er sich plötzlich ganz anders benahm. Er war eher ein Einzelgänger, wissen Sie? Auf einmal ging er aus, alte Freunde treffen, wusste gar nicht, dass er welche hatte. Gut, ich nahm das so hin. Ein Mann in seinem Alter sollte nicht ständig allein sein. Ich hatte immer das Gefühl, ihn aufzuhalten, denn er kümmert sich sehr um mich.
Hat er Ihnen irgendetwas darüber erzählt, was ist passiert? Ich habe ihn nur ein paar Mal besucht, als er im Gefängnis war. Hat mir gar nichts erzählt. Sagte, es wäre besser, wenn ich nichts weiß. Haben Sie eine Vermutung, was nach seiner Flucht mit ihm geschah? Hat er Kontakt zu Ihnen aufgenommen? Also, darüber kann ich doch nicht sprechen, oder? Ich würde wirklich gerne mit ihm sprechen, wissen Sie. Also, wenn er anruft, könnte ich ihm Ihre Nummer geben. Dann kann er selbst entscheiden, ob er mit Ihnen reden möchte oder nicht. Das ist sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Wenn ich schon hier bin, dürfte ich mich vielleicht etwas umsehen? Oh, bitte, nur zu. Das Zimmer meines Sohnes ist die Treppe nach oben und dann links. Hab alles so gelassen, wie es war. Naja, dann gehen wir mal ein bisschen stöbern, ne? Ja. Dreckige Wäsche zu waschen hat er auch. Oh, ein Aquarium, auch hübsch. Schauen wir mal, was haben wir denn hier so? Okay, das Bett sieht ja jetzt sehr interessant aus. Da kommen wir nicht rein. Der Tresor wäre ja durchaus mal interessant, aber... Okay, was haben wir hier? 10. März, 16. März. Das sind Bänder. Okay. Ich glaube, mehr ist hier auch nicht, oder doch? Nee, okay, gut. Aber ich glaube, die Bänder sind dann interessant. Gucken, hat die noch was zu sagen? Nö, alles klar, dann nichts wie weg. So, wir sind wieder 1985. Wenn das nicht wieder mal unsere Mützengang wäre. Ich habe nachgedacht. Tatsächlich? Worüber denn? Wenn ich wieder nach Hause komme, werde ich eine Bar aufmachen, denke ich. Naja, du säufst ja auch wie ein Loch. Hey, ich meine das ernst. Ist doch eine gute Idee, oder? Hab schließlich als Barkeeper gearbeitet. Und was machst du, wenn wir wieder zu Hause sind? Ich bin Lehrer. Schon vergessen? Ich hab einen Job, wenn wir wieder zurückkommen. Mal im Ernst, Barnes. Ich bin sicher, du wirst einen ganz tollen Barbesitzer abgeben. Wer wünscht dich schließlich nicht von einem soziopathischen Saufkopf als Boss? Ja, ja, schon gut. Leck mich doch, Mann. Wie steht's mit dir, Lieutenant? Irgendwelche Pläne? Weiß noch nicht. Eine Bar klingt nicht übel. Irgendwas, wo man keine Waffen tragen und Leute beschießen muss. Vielleicht mache ich einen kleinen Gemischtwarenladen auf oder so. Stelle einen kleinen Fernseher neben die Kasse und schiebe den ganzen Tag eine ruhige Kugel. Klingt ja nach einem mordsmäßigen Plan. Ich denke gar nicht erst groß drüber nach. Es kommt sowieso immer anders, als man denkt. Wie auch immer, ich sehe mal nach dem Colonel. Wir wollten bei Dämmerung aufbrechen, jetzt scheint schon seit einer Stunde die Sonne. Ist ja mal nicht uninteressant, ne? Also, Beard, wie er halt eben auch im ersten Teil auftaucht... Hat hier vor, einen Laden zu eröffnen. Und wie wir wissen, hat er ja im Grunde genommen im ersten Teil, auch wenn das eine Koma-Fantasie des von Jacket gewesen ist, hat er ja durchaus in allen Läden dort auch gestanden. Also wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Lieutenant, soeben gab es gute Nachrichten. Ich werde wohl befördert. Man wird mich zum Lieutenant General vorschlagen. Sie scheinen nicht erfreut darüber zu sein, Sir. Bereitet Ihnen irgendwas Sorgen? Nee, sehen Sie nicht, wie ich am Feiern bin? Warum sollte ich nicht Lieutenant General werden wollen? Nun, abgesehen davon, dass wir diesen Krieg verlieren werden. Positiv ist jedoch, dass es für uns, dass es für Sie und die Jungs bald zurück in die Heimat geht. Unglücklicherweise steht Ihnen aber noch ein letzter Einsatz bevor. Der, in den Sie uns letzte Nacht eingewiesen haben, Sir? Genau der. Angriff auf ein Feindlager mit nur 4 Soldaten. Wie gut, dass Sie zur Elite gehören, was? So eine Scheißmission. Beschissener geht's wohl nicht. Passt gut auf euch auf, Jungs. Lasst euch nicht für nichts und wieder nichts umbringen, kapiert? Jawohl, Sir. Na dann, alles Gute. Okay. Geben wir mal das Ding. So, und dann geht's weiter mit der 14. Szene, Stronghold. Da werden wir dann aber in der nächsten Folge weitermachen. Weil, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Ich glaube, die waren ein bisschen komplexer, die Mission.
Und darum sollten wir uns da dann auch ruhig ein bisschen Zeit nehmen, bevor wir dann hier wieder endgültig ausufern, so wie beim letzten Mal. Also, in diesem Sinne, bis dann, ich bin raus. Ciao.